Yo, was geht, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Arya Lee. Und willkommen zu einer Mini-Ausgabe des eigentlich ganz guten Podcasts. Mit blauem Gesicht. Mit blauem Gesicht. Habe ich ein blaues Gesicht? Nee, aber... Oder bin ich blue einfach? Deswegen dem Song, den du... Ach so, stimmt. Der hat dann ein blaues Gesicht. Also, oder... Ich hab nie verstanden. Das Cover habe ich nie verstanden. Akustisch? Genau. Sorry, Okay. Schau mal. Wollte mal über eine Sache reden. Okay. Über eine ganz bestimmte Sache. Okay, ist besser, als wenn du so über ganz viele verschiedene Sachen reden willst. Ganz genau. Nee, und zwar, schau mal, wir haben ja jetzt durch unseren Among Us Kurzfilm einige neue Zuschauer dazu gewonnen, ja, die aus dem internationalen Bereich sind. Mhm. Was jetzt schon mal zu einem Dilemma führt und jetzt schon ein bisschen irgendwie merkwürdig und komisch ein bisschen ist, weil, also nee, es ist nicht komisch, es ist nur ein bisschen blöd, weil jetzt haben wir einige Abonnenten, die aus verstreut aus der ganzen Welt kommen. Mhm. Aber mit unserem deutschen Content eigentlich gar nichts anfangen können. Nee, nicht wirklich. Und ich dachte einfach mal, es wäre interessant, weil wir schon eigentlich, seitdem wir überhaupt auf YouTube unterwegs sind, mhm, du und ich, nicht mit den Zuschauern, aber du und ich, immer wieder darüber geredet haben, Content auf Englisch zu machen. Ja, true. Und haben wir auch schon über die Jahre immer mal wieder. Genau. Also so zum Beispiel unsere Kurzfilme waren oftmals auf Englisch. Mhm. Wir haben ein paar englische Podcasts, mhm, einfach so. Random. Mir fällt auch gerade ein, doch hat schon was mit dem Thema zu tun. Es war halt ein Kommentar bei Among Us. Da hat irgendjemand sich richtig doll darüber aufgeregt, dass der Film auf Englisch ist. Und er meinte irgendwie, das wäre richtig hinterhältig von uns, dass wir unsere eigenen Sprache ans Bein pissen. Ach so, ja, das habe ich auch gesehen. Ich war so, wow. Er war so richtig so, ich verstehe gar nicht. Es gab schon ein paar extreme Reaktionen darauf, dass, ja, es auf Englisch war. Wo ich schon mal sehr schockiert war, weil wie wir gerade schon meinten, das ist ja auch nicht unsere erste englische Content-Piece. Und darüber hinaus immer dieses, ihr habt es jetzt bisher so gemacht, also habt ihr gefälligst, das auch weiterhin so zu machen. Und das Ding ist, das stimmt ja nicht mal, weil wir haben, unsere meisten Kurzfilme waren eher auf Englisch als auf Deutsch. Ich glaube, wir haben halb-halb, oder? Ich glaube, wir haben Mr. Robot ist auf Deutsch. Mhm. Ja, okay, gut, das sind zwei Episoden, aber wir können es auch als eine zählen. Verstehe. Und so Batman wie Superman. Ja. Aber zum Beispiel Flashback Cops, Trouble Agent, MI6, nee, Mission Impossible, Black Scorpion, ja, und Among Us, mhm, sind alle auf Englisch. Verstehe. Und Pardon Me Sugar ist auch auf Englisch. Und Pardon Me Sugar ist auf Englisch. Haben wir sonst keine Kurzfilme auf Deutsch? Mir war so. Also, wir haben ein Video, na, das doch ich nicht so ganz als Kurzfilm zähle, weil es so ein bisschen so ein Hybrid ist. Aber wir haben so ein Horror-Halloween. Wir haben halt noch die ganzen Venom. Okay, Venom. Oder Men in Black. Nee, okay, dann hast du recht. Dann haben wir so ein bisschen halb-halb. Mhm. Aber okay, wir haben definitiv halt entweder sogar mehr oder halt gleich oft auf Englisch, ja, auf jeden unsere Fall Kurzfilme produziert. Und aber vor allem hat es damit angefangen, dass es auf Englisch war. Mhm. Ja, das stimmt. Genau. Und ich erkläre es sogar vielleicht einmal ganz kurz hier für die, die sich das mal vielleicht gefragt haben und irgendwie nie wussten, warum wir das machen. Es ist halt einfach so, dass wir es schade fänden, wenn eine Sprachbarriere dafür sorgt, dass ein Werk, in dem wir sehr, sehr viel Mühe, Zeit und Geld rein investieren, einfach innerhalb eines bestimmten Raumes bleibt. Und wir wollen halt sehr gerne, dass jeder die Möglichkeit hat, wenn wir ein Werk machen, das zu sehen, insofern er sich halt dafür interessiert. Ja. Und es war ja auch schon immer unsere Ambition, internationales Publikum zu erreichen. Und das geht halt nun mal nicht, wenn du es auf Deutsch machst. Und das also, es geht schon, aber es ist natürlich einfacher, wenn es nicht auf Deutsch ist, sondern auf Englisch beispielsweise. Also es geht nicht, meine ich, im Sinne von, es müsste schon sehr viel mehr Motivation vorhanden sein, damit du etwas auf einer richtig komplett fremden Sprache, die du... Meinte ich auch gerade. Also, aber ich meine, es gibt Filme, jetzt zum Beispiel Parasite, das ist ein koreanischer Film, aber es hat weltweit Erfolg. Achso, warte, ich rede gerade davon auf YouTube. Genau. Weil alles andere kannst du dubben. Auf YouTube kannst du, es gibt leider nicht die Möglichkeit bei YouTube, weil das wohl scheinbar bisher technisch nicht möglich ist, dass man eine zweite Audiospur dem Video hinzufügt. Das haben wir sogar mal erfragt. Genau, das haben wir schon, gerade weil wir das sogar dachten so, ey, okay, das wäre doch dann cool, wenn wir noch eine deutsche Synchro für die Zuschauer machen. Mhm. Aber das ist nicht möglich. Wäre das möglich, dann würden wir das, denke ich, definitiv machen, so, mhm, insofern wir nicht irgendwie zeitlich und monetär in dem Zeitraum anders gebunden sind. Ja, ja. Weil es kostet auch Geld, sowas nochmal nachsynchronisieren zu lassen. Auf jeden auch Fall nicht wenig. Aber würden wir machen, aber die Möglichkeit ist nicht vorhanden. Und bevor das vielleicht irgendwer sagt, es wäre auch für uns weniger eine Option, den einen und denselben Film zweimal hochzuladen, was halt einfach komplett die Dynamik kaputt macht und einfach die
das alles so spaltet. Ja, aufgrund von wie YouTube funktioniert, also es wird jetzt ein bisschen technisch, aber ist es so, dass YouTube halt dein Video auch weiter empfiehlt, wenn das Video gut funktioniert und quasi, wenn es erkennt, okay, viele Leute klicken dieses Video an, viele interagieren mit dem Video und so weiter. Wohingegen, wenn du es in verschiedenen Sprachen hochladen würdest, würde keins der Videos oder würden die sich vielleicht gegenseitig einfach genau diese Zuschauer wegnehmen und dann wäre keins so richtig stark, genau. Und dann geht alles unter. Ich finde halt auf jeden Fall auch immer sehr interessant, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die Content auf Englisch machen aus dem deutschsprachigen Raum. Es gibt es ja immer wieder mal, auch das haben wir schon mal im Podcast besprochen. Und ich sehe halt dann immer wieder, dass es, also ähnlich wie dieser Kommentar, den ich gerade meinte, es ist fast immer sogar ein Vorwurf, wenn so, ach so, jetzt auf international angelehnt, okay, so ein auf so... das ist wack, dass man, also sie tun immer so, als ob wirklich, du willst jetzt für international statt nur für Deutschland, ist das lame. So, jetzt willst du, ich verstehe das Problem nicht mal. Ich auch nicht, ich verstehe es auch nicht, also manche sagen dann auch so, oh nice, auf international angelehnt. Ja, das gibt's auch, aber ich, ey, ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht. Also, schau mal, was ich mir vorstellen kann, ist jemand, der vielleicht nicht der englischen Sprache mächtig ist oder halt das nicht so gut versteht, stößt auf dieses Video, würde es gerne gucken und merkt auf einmal, ah scheiße, das ist auf einer anderen Sprache, die ich nicht so gut verstehe. Und ist dann so ein bisschen verärgert darüber. Ja. Diese Experience verstehe ich, absolut. Ich verstehe, dass du verärgert darüber bist. Aber das halt irgendwie anderen vorzuwerfen, weil wir haben halt erstens schon mal nicht die Pflicht, irgendeine bestimmte Sprache oder sowas einzuhalten. Wenn wir es gerne würden, dann könnten wir halt auch einen spanischen Kurzfilm, wir können beide nicht so gut Spanisch. Mhm. So wäre dann eher so ein Film beschränkt auf 5-6 Wörter. Ja. Immer wieder so. Si. No. Si. No. Si. Genau. Aber das heißt, einmal das verstehe ich halt nicht. Und abgesehen davon, all die anderen Länder, die es auch auf Englisch geguckt haben, da hat sich irgendwie... Da hat sich niemand beschwert. Niemand beschwert. Die waren alle richtig froh, dass es halt Untertitel gab. Genau. Klar, wir sind deutsche YouTuber, bei uns könnte man davon ausgehen, aber... Das ist halt dann immer dieses Problem mit, wenn man ständig von jedem und alles irgendwas erwartet, dann wird man halt auch ständig enttäuscht, weil nicht alle die Erwartungen von einem erfüllen können. Ja, aber trotzdem erklärt das immer noch nicht so ganz, warum Leute es so, also weil die behandeln das immer richtig so, als wäre das so ein... Hinterlistig. Ja, als wäre das so eine hinterlistige Sache, so, dass man so die Zuschauer jetzt... austrickst oder ich weiß immer nicht so genau. Ich verstehe es auch nicht. Also so als wäre man so vor der Sellout oder so, jetzt. Ja, genau. Okay, jetzt wird's auf Englisch. International, ihr wollt mehr Geld jetzt. Oder keine Ahnung, was die dann denken. Obwohl ich so, nein. Also international inkludiert Deutschland mit. Ja, genau. Die tun immer so. Ach, als hätten die gesagt, wir machen jetzt alle Sprachen außer Deutsch. Ja, außer Deutsch kommt nicht. Also. Deutsch kommt nicht mehr vor in der Hinsicht, dass wir es nicht mehr sprechen, aber es ist ja nicht so, also wir wollen ja, dass die Deutschen das auch gucken. Genau. Und halt, wie gesagt, auch wenn wir, sollten wir mal halt irgendwann, was heißt sollten wir mal, werden wir, Spielfilme auf Englisch produzieren, dann werden wir die halt auch, natürlich wird es dann auch, insofern das Interesse da ist, die deutsche Übersetzung geben. Ja. Hoffentlich dann mit und von uns. Das war jetzt mal so ein bisschen dieses ganze Fingerzeigen, um das Thema herum. Mhm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es war einfach nur, ich dachte, es wäre cool, mal hier im Podcast darüber zu sprechen, weil dann reden wir einmal, aber auch die Zuschauer hören das mit und können vielleicht auch gerne ihren Feedback mit dazugeben, wie sie das sehen, was sie sich dazu wünschen. Aber mir ging es eigentlich am Ende des Tages darum, dass wir jetzt einige internationale Zuschauer dazu gewonnen haben und auch halt auch nicht wenige und deutschen Content produzieren. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich also einfach nur... Wir hatten das öfteren mal mit dem Gedanken gespielt, englischen Content zu machen und aber jetzt wegen ein paar neuen Zuschauern würde ich jetzt nicht anfangen zu sagen so, okay, wir machen jetzt unseren ganzen regulären Content nicht mehr und machen jetzt nur noch halt irgendwas auf Englisch. Aber für mich war es einfach nur so, wie steht ihr dazu? So wie würdet ihr es finden, wenn wir zum Beispiel ab und zu mal oder ein bestimmtes Format oder auf einem anderen Kanal, den wir haben ja auch ein paar andere Kanäle, auf eines der anderen Kanäle zum Beispiel englischen Content machen oder. Hm. Wollte ich einfach gerne mal so ein paar Meinungen, Feedback, so ein bisschen Gefühle dazu hören. Ja, wäre wirklich interessant. Also das ist ja auch eine Idee, die wir jetzt nicht erst seit Among Us haben, sondern tatsächlich seit Beginn unserer YouTube-Karriere haben wir, also wirklich bei den ersten Videos haben wir schon drüber nachgedacht, sollen wir das komplett auf Englisch durchziehen? Ja. Und dann waren wir so, wir sind gerade in Deutschland, lass das doch
auf Deutsch machen, aber auch sogar, hey, vielleicht switchen wir später oder wir machen irgendwann halb-halb. Das war schon wirklich schon 2014, 15 so. Genau. Und immer mal wieder über die Jahre auch drüber gesprochen. Also ist jetzt nicht eine Sache, die so einfach aus dem, ja, aus dem heiteren Himmel kommt. Wir wären es ja sogar eigentlich fast angegangen, hätten wir nicht immer so einen Engpass mit der Zeit. Mhm. Ich glaube, wir hatten sogar mal vor, tatsächlich einen zweiten Kanal komplett auf Englisch, ja, loszulegen. Stimmt. Aber ja, dementsprechend, ich weiß nicht, hast du irgendwelche schon Gedanken oder Präferenzen, wie man damit umgehen könnte? Ich fühle mich halt einfach ein bisschen kacke auch gerade, dass so die Zuschauer, die Neuen, nichts von dem Content verstehen, ja, was es da so gibt. Ja, ja, das ist natürlich. Schade. Auf der anderen Seite ist natürlich so, also im Verhältnis zu den Abonnentenzahlen, die wir, oder den Zuschauern, die wir sonst haben. Ist nicht im Vergleich zu, genau, setzen, klar. Also wir haben auf jeden Fall mehr, die aus deutschsprachigem Raum kommen, immer noch, natürlich. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Lasst uns sehr gerne wissen, was ihr davon hält, was ihr gerne sehen würdet, ob ihr es zum Beispiel stören fändet. Wie gesagt, wenn abwechselnd auf demselben Kanal was käme, wollt ihr es lieber separat haben, wollt ihr es in verschiedenen Formaten separat haben oder in verschiedenen Kanälen separat, wollt ihr es überhaupt haben. Genau. Lasst uns wissen. Das ist jetzt auch übrigens auch nicht ein, hey, wir haben das nächste Woche vor und deswegen fragen wir jetzt. Das ist einfach ein generelles Fragen, weil wie gesagt, wir spielen schon sehr lange da mit diesem Gedanken und kann auch sein, dass wir das theoretisch nie machen, kann auch sein, dass wir das irgendwie demnächst machen. Ja. Es ist wirklich einfach so ein mal zu hören, was ihr davon haltet. Ja. See. Genau. And then I would say, haut zu Riesen. Peacen. And good night. San Francisco. And don't forget to make the subscribe. Abonnation. Genau.